Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet zahlreiche weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das sagte sie am Montag am Rande von EU-Beratungen in Brüssel. Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über 3 Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden. Die Schätzungen gingen nun dahin, dass 8 Millionen Geflüchtete aufgenommen werden müssten. Wie viele der Menschen in Deutschland ankommen könnten, wurde nicht kommentiert. Dies hänge vom Kriegsverlauf ab und auch davon, wie stark sich die Kämpfe in den Westen der Ukraine verlagerten. Aus Sicht von Baerbock machten es die Entwicklungen notwendig, die Menschen in ganz Europa zu verteilen. Deswegen müssen wir gemeinsam als Europäerinnen und Europäer jetzt die europäischen Länder an der europäischen Außengrenze unterstützen, Menschen in ganz Europa zu verteilen. Ich bin heute hier auch, um einen eindringlichen Appell an all meine europäischen Freundinnen und Freunde zu richten, aber auch an die Weltgemeinschaft zu richten, an unsere transatlantischen Partner zu richten. Wir brauchen jetzt gemeinsame Solidarität für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir brauchen nicht nur Korridore vor Ort aus der Ukraine heraus, sondern wir brauchen eine solidarische Luftbrücke. In Deutschland sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mehr als 225.000 Flüchtlinge erfasst worden. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher sein. Nach UN-Angaben sind insgesamt mehr als 3,1 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen.